Brille auf. Setz die Brille auf. Ich schau Mo von VR, der Kameraadapter ist da. Whoop. Und ich sage ja. Heute habe ich das hier im Briefkasten gefunden, parallel dazu eine Mail bekommen, dass der Adapter bewilligt ist und innerhalb der nächsten 3-4 Tage verschickt wird. Hä? War aber, soweit ich weiß, bei allen so jetzt in Deutschland und in der Schweiz, haben alle gesagt, sie haben die Mail zeitgleich mit dem Adapter bekommen, beziehungsweise auch gar nicht die Mail, sondern nur den Adapter. Ja, der Adapter liegt in einem Tütchen, ich habe ihn schon rausgenommen, ich habe ihn schon unboxed ohne euch, ja was soll's. Und es gibt so ein Heftchen dabei für alle Menschen, die nicht genau wissen, wie man ein USB-A-Kabel in die entsprechende Buchse steckt. Vielleicht inhaltlich, diesen Adapter, ja, bekommt jeder PlayStation VR-Besitzer von Sony umsonst. Umsonst? Genau. Ihr müsst nur von eurer PlayStation VR Breakout Box, ja, das ist die kleine Kiste, die mit lauter Kabeln draußen angeschlossen ist, die Seriennummer hinten eingeben, und zwar unter einer URL. Den Link schreibe ich euch hier unter das Video. Ja, das ist die offizielle Sony-Seite, da gebt ihr den Breakout-Link ein und eure Adresse. Dann kriegt ihr diesen Adapter kostenlos zugeschickt. Ich frage mich die ganze Zeit, wo den Adapter Leute herbekommen, die lediglich die Move-Controller benutzen wollen. Die brauchen nämlich auch die PlayStation 4-Kamera. Das hat Sony vielleicht noch nicht so richtig auf dem Zettel. Ja, momentan kriegt jeder PlayStation VR-Besitzer einen umsonst. Und meiner ist da. Und das Witzige ist nämlich, ihr habt es schon rausgehört, hier schließt man nämlich die PlayStation 4-Kamera, die eigentlich elektronisch auch einen USB-Port hat, nur mechanisch nicht, merkwürdigerweise. Könnt ihr das sehen vielleicht hier drin? Ne, ist zu dunkel, ne? Der konvertiert jetzt einfach das Kamerasignal auf dem Standard-USB-A. Das Verrückte ist aber, mit diesem Adapter könnt ihr die PlayStation 4-Kamera natürlich jetzt auch überall anders anschließen, ne? Zum Beispiel am PC, ganz easy. Und ihr wisst es, was ich jetzt sagen werde, genau. Ich habe ja mal das Projekt zum Anfang des Jahres angefangen, die PlayStation VR am PC zu betreiben, denn ich wollte mit der PlayStation VR auf jeden Fall Half-Life Alyx spielen. Ja? Und das werde ich auch weiter tun. Ich habe es nicht vergessen, Leute. Das ist nur immer ein ganz schönes Gehassel. Dafür musste ich immer das hier alles abbauen und bababa und so. Deswegen habe ich das nicht so weiter verfolgt, aber ich habe es nicht vergessen und ich werde es weiter verfolgen, wenn mal wieder der passende Zeitpunkt ist. Und dieser kleine Adapter hier ist wieder ein interessantes Puzzleteilchen davon. Seinerzeit hatte ich nämlich zwei PlayStation 3 Kameras angeschlossen, die das Tracking erledigen sollten. Der Move-Controller und das Headset, wahrscheinlich sogar, ja. Der Original PlayStation 4 Kamera könnte das sogar noch besser gehen. Da bin ich mal gespannt, das werde ich ausprobieren. Und auch dafür ist dieser Adapter jetzt gut. Fantastisch, ja. Ich weiß nicht, ob man ihn auch an einem Macintosh anschließen kann und als Webcam benutzen. Das werden wir rausfinden alles demnächst. Aber denkt dran, wenn ihr eine PlayStation VR besitzt, könnt ihr euch den umsonst bestellen. Ja? Und vielleicht macht ihr das ja sogar und legt ihn dann auf eBay, wenn ihr ihn gar nicht benutzen wollt. Dann kann nämlich der eine oder andere, der seine Move-Controller an der PlayStation 5 weiter benutzen will, mit Dreams oder so, kann sich so ein Ding auch noch besorgen. Das wäre doch vielleicht eine ganz nette Geste. Und jetzt habe ich noch eine weitere Geschichte, denn Amazon hat offiziell angekündigt, dass sie die PlayStation 5, Achtung, am Donnerstag, am 19. um 13 Uhr, tatsächlich diese Uhrzeit, deutsche Zeit, 13 Uhr, wieder anbieten werden. Ja, es ist sicher wieder nur ein ganz knapper Batch, also klemmt euch bitte um 13 Uhr vor den Webbrowser und versucht zu klicken, wenn ihr noch eine PlayStation 5 haben wollt. Ja, die sind ja erstmal vergriffen momentan und es gibt sie ausschließlich im Online-Handel. Ja, Sony hat offiziell angekündigt, es wird sie nicht in irgendwelchen Läden stehen geben, am 19. oder so, sondern ausschließlich online und da sind sie alle vergriffen. Bei Amazon habt ihr noch eine Chance am 19. um 13 Uhr. Und wenn ihr so nett wärt, mache ich euch auch dafür einen extra Link, da könnt ihr draufklicken, ja, damit das komfortabel ist. Und das mache ich nicht nur, weil ich der netteste und beste Mo-Tensen der Welt bin, sondern weil das ein Affiliated-Link ist. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen möchtet, dann geht ihr bitte über diesen Link. Dann bekomme ich nämlich von dem Verkäufer von Sony Prozente ab und das kostet euch nicht mehr. Und damit habt ihr gleichzeitig ein gutes Werk getan und einen komischen Typen auch noch ein paar Euro spendiert. Ist das nicht fantastisch? Und dann hoffe ich, dass wir uns alle demnächst freuen. Amazon hat mir schon geschrieben, meine PlayStation 5 ist unterwegs. Ich hatte Glück, bei der ersten Bestellwelle habe ich mir eine Digital Edition bestellt. Die kommt hier an und dann werde ich natürlich reingucken und alles durchprobieren. Und ich hoffe auch noch ein paar spannende Videos darüber machen. Also abonniert ruhig den Kanal, damit ihr das dann nicht verpasst. Wir werden hier mit der PlayStation 5 richtig loswursteln. Ich freue mich natürlich über ein Abo zu diesem Video.
Denkt bitte an den Affiliated Link, das ist immer eine tolle Geschichte, die euch wirklich nur einen Klick kostet, ja, und ich kriege ein bisschen Euro. So, ja, ja, kann ich die Isabella wieder füttern. Hm. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, das war's von mir, Motense, Mo von VR. Ich bin immer noch für euch da. Bis dann. Kannst du dich verlassen? Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel. Alter, was geht, Mann? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo, Tenzin, Mo von VR.